Ein kurzer Vergleich, tabellenartig, spaltenartig kontrastiert. Der Vergleich klassische Organisation. Wir sprechen ja auch von Primärorganisation, auch bemerkenswert. Ne? Primär, Primus, Erstorganisation. Und dann Projektmanagement nennt man in der Fachliteratur dann die Sekundär, also abgeleitete Zweitorganisation. Ich glaube nicht, dass man das in 20 Jahren noch so sehen wird. Aber das ist meine private Meinung, die müssen Sie auch nicht teilen. Also, Primärorganisation, klassische Organisation, Aufbauorganisation, Routineorganisation und daneben rechts das Projektmanagement. Was sind die Unterschiede? Klassische Organisation, Routine. Was ist Routine? Routine ist Reproduktion der Vergangenheit. Wir machen heute die Dinge so, wie wir sie gestern gemacht haben und wir machen auch genau die Dinge, die wir gestern gemacht haben. Und wissen schon, dass es morgen auch nicht anders sein wird. Das ist Routine. Die Vergangenheit reproduzieren und wissen, dass der morgige Tag im Grunde auch nur das sein wird, was der heutige Tag ist. Das ist Routine. Ja? Routine ist nichts Schlimmes. Routine ist schon gar nichts Böses. Die Frage ist nur, ob wir die Welt, in der wir leben, durch Reproduktion der Vergangenheit noch bewältigen können. Und ich glaube, nein. Aber auch das ist eine Meinung, die Sie nicht teilen müssen. Rechts, Abwechslung. Abwechslung, da steckt das Wort Wechsel drin. Und Wechsel ist genau das Gegenteil von Reproduktion von Gewohnheiten. Ich ändere Dinge. Geringe Unsicherheit bei der klassischen, bei der Primärorganisation. Klar, wenn ich das tue, was ich gestern schon getan habe, dann habe ich geringe Unsicherheit, habe ich so gut wie keine Überraschungen, während ich beim Projektmanagement eine hohe Unsicherheit habe und viele Überraschungen. Eines muss uns klar sein, wenn wir auf ein Projekt gehen, dann wird der Zeitpunkt kommen, wo die Frage, haben wir da schon was, mit Nein beantwortet werden muss. Noch einmal, was Menschen immer tun, wenn sie etwas Neues sehen, sie suchen nach einem Bezugspunkt in der Vergangenheit. Haben wir sowas oder sowas Ähnliches schon mal gehabt? Das ist auch nichts Schlimmes, das so zu machen. Nur wenn das Projekt ein Projekt ist, dann kommt der Punkt, wo man mit der Reproduktion der Vergangenheit nicht mehr weiterkommt und etwas Neues machen muss, einen neuen Weg gehen muss. Das ist im Projekt mit dabei. Ja, mit dabei. Irgendwann kommt der Punkt, wo wir alle da sitzen und sagen, weiß jetzt jemand, was sollen wir denn machen jetzt? Hat jemand was? Weiß jemand was? Hat jemand das schon mal erlebt, gemacht, getan? Irgendwelche Erfahrungen? Und die Antwort wird lauten Nein. Jetzt kann man natürlich noch gucken, ob man vielleicht irgendwie im Freundeskreis bei einer befreundeten Firma irgendjemand hat, der sowas schon mal irgendwie gemacht und getan hat. Es ist da nicht genau das Gleiche, aber zumindest vielleicht eine Hilfe. Also höhere Unsicherheit. Der Punkt kommt. Das Unbehagen kommt. Wenn wir das machen, was wir gestern schon getan haben, haben wir kein Unsicherheitsgefühl. Aber da haben wir das. Das Unsicherheitsgefühl kommt im Projektmanagement. Es kommt der Moment, wo wir alle da sitzen und irgendwie so leichte Bauchschmerzen haben, weil wir sagen, oh, jetzt wird möglicherweise das Eis dünner, über das wir gehen. Und wir sind da auch noch nicht gegangen. Das heißt, möglicherweise brechen wir auch ein. Wir wissen es einfach nicht. Ja, wir verlassen den üblichen Weg. Langer Dienstweg, kurzer Dienstweg. Ja, wir haben das gesehen. Das stimmt nicht immer. Wenn wir Lean-Management haben, dann ist natürlich auch ein Ziel von Lean-Management, diese Dienstwege zu verkürzen. Auch das haben wir schon gesehen. Aber im Projektmanagement haben wir in der Regel sehr kurze Kommunikation. Ja, im Team wird sehr schnell und kurz kommuniziert. Feste Aufgabenzuteilung in der Primärorganisation, flexible Aufgabenzuteilung im Projektmanagement. Haben wir auch schon gesehen, teilautonome Arbeitsgruppen. War das erste Mal, wo uns dieser Gedanke begegnet ist. Ja, im Projektmanagement gibt es keine festen Aufgaben zu teilen, vor allem weil die Aufgaben ja auch selber nicht fest sind. Ja, das ist ja nun mal einmalig. Und eventuell bei der Routinetätigkeit eine geringere Profilierungsmöglichkeit, beim Projektmanagement eine höhere. Unter anderem deswegen, weil beim Projekt, auch das haben wir vorhin schon gesehen, Messkriterien hinzukommen, die bei einer Routinetätigkeit in der Regel nicht da sind. Ja?
So, das ist noch mal so ein Kontrast zum. Hallo, Marius Ebert hier. Meine Videocoachings ersetzen komplett Präsenzseminare und Fernlehrgänge. Wenn Sie einen IHK-Abschluss machen möchten, brauchen Sie kein Präsenzseminar und Sie brauchen schon gar keinen Fernlehrgang. Meine Videocoachings mit dem gesamten kompletten Begleitmaterial, dem Hörbuch und der persönlichen Betreuung ersetzen das Präsenzseminar und ersetzen den Fernlehrgang. Wenn Sie mehr wissen wollen, klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.